Huhuhuhu, na, ich hab wieder Mist gebaut. Super. Das letzte Video ist mal wieder ein bisschen zu lang geworden. Eine ganze Minute war es, glaube ich. Aber diesmal habe ich keinen Bock, das dann rauszusteigen. Ich mache einfach zwei Videos raus. Ich hoffe, da habt ihr Verständnis für. Ich mache sowas ja auch nicht mit Absicht. Starmie! Oh, das könnte nur mal zu hart wie Kitsune werden. Da wechseln wir doch mal. Jetzt war das genau das richtige Element für dich. Mit Wasser-Pokémon kennst du dich ja aus. Nein! Aber mit Verwirrung hast du deine Probleme. Wer hat das nicht? Komm, mach mich stolz. Genesung? Wieso? Du hast volle Kraftpunkte. Wieso heilst du dich selbst? Ach nee, komm. Das war... Ja, Ninja-Sterne. Wow. Ja, super. Wow. Was war das? Turbodreher? Ah, komm schon. Das ist doch nicht mehr lustig jetzt. Ja. Ich wollte schon sagen, das Pokémon ist dumm, aber ich würde eher sagen, der Trainer hatte nicht mal alle an der Waffe. Was hältst du ständig Genesung an, wenn du sowieso voll geheilt bist? Komm, 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 komm. Ja, fantastisch. Und das bedeutet einen weiteren Levelanstieg für Yatsura. Ich habe auch endlich mal geguckt, wann Dictry Erdbeben lernt. Und das dauert doch bis Level 51. Verdammt. Da-da-da. Was gibt's denn hier? Da ist nichts. Hier sind so viele Trainer. Was war denn hier nochmal? War hier nicht der Berg, wo... Mount Amber. Kannst du dir das vorstellen, wie dieser Berg, wie dieser Vulkan ausbrechen würde? Die Explosion wäre das Ende von uns. Wie grausam ist das? Explosion? Ich wette, ich habe keinen Bogen, was Explosion lernen kann. Einfach mal gucken. Ne, meine Pokémon kann nicht explodieren. Sorry. Ich habe auch noch keine Stärke. Hey, was macht ihr denn schon wieder hier? Wir versuchen hier zu graben. Schätze? Was für Schätze? Du bist im Weg. Verschwinde. Aber. Pff. Tja, ich kann mein Business hier leider noch nicht fortsetzen. Ich habe keine Stärke dabei. Und ich soll ja sowieso zur Insel 2 rübergehen. Yep, Surfer. Aber die Trainer hier werden noch rasch besiegt. Das Wetter ist herrlich. Perfekt für einen Kampf. Jupp. Ich stimme zu. Und wow, Maria kann auf Wasser stehen. Ah, ich denke auch nicht daran, Kitsune auszuwechseln. Nein, 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 nein. Wasser-Pokémon sind doch jetzt super Spezialgebiet. Yay, danke fürs Gießen. Das hole ich mir aber eben wieder, okay? Das macht ja doch bestimmt nichts aus, oder? Simon. Nein, natürlich nicht. Habe ich auch gedacht. Ja, ja. Jetzt muss ich eigentlich nur noch einen Ordner schnappen, aber das hat noch ganz, ganz viel Zeit. Ich möchte erstmal noch eine ganze Menge Sachen vorab erledigen. Ich muss noch eine ganze Menge Trainer auf einigen Routen besiegen und dann will ich mir mein sechstes Teammitglied schnappen. Tja, ob meine Level dafür schon hoch genug sind? Es ist nämlich ein Level 50 Pokémon. Ja, ja, ja. Was könnte das wohl sein? Da gibt es nicht so viele. Nee, Tetara, sorry. Ich habe gar keine Zeit für dich. Tut mir leid. Hey, Angler. Warte, warte eine Sekunde. Ich glaube, ich habe einen Bicken. Bicken. Ich habe einen Bicken. Was ist denn ein Bicken, mein Freund? Tommy. Tommy, hier kommt der Genuss. Komm, wir braten den Fisch mal ordentlich an und dann machen wir Sushi raus. Oh, nicht ganz.
Wie verwirrend ist das denn? Reiß dich zusammen, Kitsune! Yay, gut gemacht. Und Seeking. Das, da nehmen wir. Yatsuba. Yatsuba aufs Jahr, oder? An den Job. Mache ich Rasierblatt und verarbeite dich zu kleinen Stückchen Sushi. Was soll ich eigentlich noch mal auf der Insel 2 machen? Ach so, ich sollte dem einen Typ diesen Meteoriten geben. Was auch immer er mit einem Meteoriten vorhat. Hey, komm, zeig mir deine restlichen Mohrmon, damit wir das schnell hinter uns bringen können. Ja, Seeking, komm. Ihr Trainer mit 5 oder 6 Pokémon, ihr haltet immer nur auf. Super effektiv. Yay, natürlich. Und noch ein Seeking. Boah, wie spannend. Wie könnte dieser Kampf wohl ausgehen? Wollt ihr Wetten draufsetzen? Wenn ihr auf Yatsuba gewettet habt, dann habt ihr gewonnen. Fühlt euch glücklich. Tadadam. Tommy besiegt. Ich habe schon wieder verloren. Immer verliere ich. Ich habe noch nie in meinem Leben gewonnen. Oh, es tut mir ja leid. Das wird schon. Na, 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 na. Ah, da waren noch die beiden Holzköpfe, die ich besiegen wollte. Genau die hier. Und dann begebe ich mich mal zur Insel Nummer 2. Bitte hab nur einen Pokémon. Ah, 2 geht noch. Das geht schon. Da müsste ein kleiner Flammenwurf ausreichen. Und Level Up. Ja. Ich bin noch Level 46 und lernt nichts Neues. Schade. Kommt mal wieder Yue dran. Yue, du liegst schon wieder weit zurück. Das muss sich ändern. Ja. Aeroas müsste ausreichen. Nein, nicht ganz. Ach, hätte ich besser Fliegen eingesetzt. Uah. Und somit habe ich gewonnen. Ja. Und Schwarzgurt Hook wurde besiegt. Warum ich? Ich kriege nur so Schnapszahlbeiträge. Habt ihr das Geld nicht passender? Jeden Morgen, bevor dem Frühstück, schwimme ich um die Insel herum. Krass, das muss ziemlich anstrengend sein. Das heißt, du bist ordentlich gestärkt, aber wie sieht's denn mit deinen Pokémon aus? Wollen wir doch gleich mal antesten, ob es ein bisschen Hitze verträgt. Nein. Da ist halt sogar noch weniger aus, als das deines Nachbarn. Maschok, ja, das macht wieder Yue. Diesmal setze ich aber direkt Fliegen an. Hui! Und auf dich herabgestürzt. Super effektiv, natürlich. Gasp, gasp. Puh, das müssten erstmal so ziemlich alle Trainer gewesen sein hier. Ne, nein, ich brauche den Stab nicht. Ich weiß, dass mein Yue toll ist. Ich will zurück hier. Whee! Na, 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 na. Und nun geht es auf zu Insel 2. Yep, zur zweiten Insel, Insel 2.
Wow, voller Hype-Speed Turbo Boat. Und das ist also Insel 2. Alles recht beschaulich. Und hinter diesem Baum liegt doch bestimmt irgendwas. Na, wusste ich doch. Ein Beleber. Schön praktisch. So, für eine Heilung ist noch Zeit. Jo, willkommen Pokémon Center, weil deine Pokémon sind wieder top für euch, deine Pokémon. Okay, wir brauchen jetzt in deine Pokémon. Dim, 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 dim. Danke, deine Pokémon sind wieder top für. Was rede ich, ey? Ihr wisst, wie der Text geht. Danke, Schwesterfreude. So, und im nächsten Video werde ich dann diesen Meteoriten überbringen. Bis zur nächsten Folge.